Ja, wir machen direkt Schlag auf Schlag weiter. Liebe Barbara, ich freue mich, dass ich dich begrüßen darf. Barbara Miller-Geskes. Wir kennen uns jetzt nochmal näher über unser Masterprogramm, an dem du teilgenommen hast, 2020, 2021. Und du bist seit 2017 Leiterin Intendanz und Unternehmensentwicklung beim Hessischen Rundfunk und damit Mitglied der Geschäftsleitung und arbeitest sehr viel zum Thema systemische Strategieentwicklung, digitale Transformation, Leadership und Coaching und Beratung von Führungskräfteteams. Du hast bei uns die Ausbildung gemacht zur OE und Change Management und bist ausgebildete Coach auch in hypnosystemischen Konzepten. Und ich habe nochmal gefunden bei dir, du verstehst dich als Wegbegleiterin, Brückenbauerin und Übersetzerin in der digitalen Transformation. Mhm. Das finde ich sehr passend. Danke. Jetzt freue ich mich auf deinen Impuls. Du hast uns ein bisschen was mitgebracht zum Thema deiner Erfahrung mit dem Thema Leadership und auch ein kleines Modell, wie du das nennst, was du uns vorstellen wirst. Mhm. Vielen Dank. Danke, Thorsten. Ja, Hayes hat uns eben gerade den großen Bogen aufgemacht von Herausforderungen, mit denen Leadership zurzeit tatsächlich konfrontiert ist. Ich würde gerne den Blick heute fokussieren und richten auf das Thema Kompetenzen. Und da würde ich gerne erstmal eine Frage an euch richten, weil mich interessieren würde, wenn ich euch frage nach der einen entscheidenden Führungskompetenz für die Zukunft. Welcher Begriff würde euch da in den Kopf kommen? Ruft gerne mal rein. Haltung, Vorbild, Begeisterung, Empathie, Selbststeuerung, Beziehung, Feuer, auch ein schöner Begriff, in Resonanz treten. Jetzt hab ich da hinten, glaube ich, was verpasst. Oh ja, das war ein sehr schönes Wort. Ein sehr schönes Wort. Ein Bogen für mich. Vielen Dank. Also, wir sehen ganz viele Begriffe, die da im Raum sind. Und ich kann nur zu jedem sagen, ja, alle davon sind richtig aus meiner Perspektive. Und vielleicht macht das auch nochmal deutlich, in welchem Kontext wir zurzeit über Führung sprechen. Es gibt eine Fülle von Literatur. Hayes hat es eben auch schon gesagt. Es gibt Bücher ohne Ende. Es gibt TED-Talks. Es gibt wissenschaftliche Artikel. Und sie alle beschäftigen sich mit der Frage, was sind die richtigen Kompetenzen für die Zukunft und was für Führungsmodelle könnten für die Zukunft tatsächlich geeignet sein. Am Ende sage ich, das Gute finde ich daran, dass vielleicht dadurch deutlich wird, durch diese Vielfalt von Ansätzen, dass es ein Bewusstsein heute dafür gibt, dass Führung ein erfolgsentscheidender Faktor für Unternehmen ist. Und das war keineswegs immer so. Das finde ich irgendwie das Gute an all diesem Ganzen, was an uns vorbeizieht. Also, was habe ich gemacht? Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Führung und Leadership. Als Personalentwicklerin, als Unternehmensentwicklerin, sowohl praktisch als Führungskraft, aber auch, ich lese gerne Theorien. Ich beschäftige mich gerne irgendwie theoretisch mit diesen Modellen. Und ich habe mal versucht, ein paar Gedanken und Ideen, die mir gekommen sind, in einem ganz kleinen Modell zusammenzuschieben. Ich nenne das 3A-Modell. Modell ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Ich würde sagen, es ist ein Ordnungsrahmen, in dem ich versuche, ein paar Gedanken zu sortieren. Und ich nutze es auch eher als Anstoß für Diskussion und Dialog mit anderen, weil da kann man viel draus machen oder auch gar nichts, je nachdem. Also, das 3A-Modell, das steht für mich drei große A's. Ambidextrie, Ambiguitätstoleranz, und das Thema Adaptabilität. Drei Riesenbegriffe. Ich bin immer schon froh, wenn ich sie ausgesprochen habe, ohne drüber zu stolpern. Das ist immer die größte Herausforderung. Aber gut, vielleicht ist auch das, sollten wir auch das symbolisch sehen, dass wir mit so schwierigen Begriffen hantieren heutzutage, wenn wir über Führung sprechen. Ich beginne mal mit Ambidextrie, Beidhändigkeit. Wofür steht das eigentlich? Also es steht für die Herausforderung, die ich in meinem Unternehmen erlebe, aber auch bei ganz vielen anderen Unternehmen. Nämlich der Versuch, gleichzeitig das bestehende Geschäft am Laufen zu halten und zu optimieren und radikal Neues zu denken. Beidhändigkeit. Running the business und changing the business gleichzeitig. Exploitation und Exploration. Sowohl als auch statt entweder oder. Welches Bild habe ich dabei im Kopf? Stellen wir uns da vor, irgendwo da oben in der Luft fliegt gerade ein Flugzeug über uns. Und da sind Menschen dabei, während des Flugs dieses Flugzeug umzubauen. Während des Flugs ein Flugzeug umzubauen. Unmöglich, sagen natürlich viele Menschen. Und
Genau dieses Gefühl haben ganz viele Führungskräfte heute, dass sie mit etwas konfrontiert sind und etwas tun sollen, was eigentlich, sie spüren, völlig unmöglich ist. Oder ihnen zunächst jedenfalls im ersten Moment als unmöglich erscheint. Ich beschreibe Ihnen vielleicht kurz die Realität meines Unternehmens. Der Hessische Rundfunk ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das ist per se erstmal das Gegenteil von einem modernen digitalen Medienunternehmen. Es hat viele Rahmenbedingungen, die dagegen sprechen. Bis heute betreiben wir 6 Hörfunkwellen, die nach Nutzerbedürfnissen ausgerichtet sind. Ein Fernsehprogramm, kesselbuntes von Information bis Unterhaltung. Und wir haben uns schon vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, vom Linearen ins Digitale. Also unser Kernprodukt, die Hessenschau, kann man sowohl im Web, in einer App, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und bei YouTube finden. Als Teil der ARD liefern wir zu für die großen digitalen Angebote der ARD, die Mediathek, die Audiothek, Tagesschau.de, Sportschau.de und den Kika. Das war ein langer und mühseliger Weg, den wir jetzt schon gegangen sind. Wir haben Ressourcen umgeschichtet, relevante Ressourcen. Wir haben Prozesse umgebaut und wir haben sogar unsere komplette Organisation umgebaut. Wir waren über Jahrzehnte hinweg säulenartig aufgestellt. Fernsehen, Hörfunk, Multimedia. Wir haben all das umgebaut und arbeiten heute in Einheiten, Units zusammen, die themenzentriert arbeiten, aber crossmedial, also über alle Ausspielwege hinweg. So weit sind wir gekommen. Aber faktisch müssen wir sagen, dass wir immer noch den größten Teil unseres Erfolgs mit unseren linearen Angeboten erzielen. Unsere Medienforscher haben uns vorhergesagt, dass der Kipppunkt, unser Kipppunkt im Jahr 2030, wir erreichen werden. Ich persönlich glaube, es wird noch viel früher sein, weil ich glaube, dass die Geschwindigkeit zunimmt. Was heißt jetzt Kipppunkt? Natürlich können wir nicht, und ich sage immer, das ist ja nicht so ein Schalter, den wir umlegen können, bei dem wir sagen können, von heute auf morgen sind wir nicht mehr linear unterwegs, sondern digital unterwegs. Sondern ich beschreibe das immer gerne als eine lange Blende. Was ist jetzt die Herausforderung für Führungskräfte, wenn wir über eine lange Blende nachdenken? Ein bisschen ist es ja so, als ob man so einen Schieberegler bedienen muss. Ein bisschen da mehr, ein bisschen da weniger, vielleicht da wieder ein bisschen mehr oder da wieder ein bisschen weniger und immer in diesem Hin und Her zu versuchen, den richtigen Weg zu finden. Was braucht es dafür? Was müssen Führungskräfte eigentlich beherrschen, wenn sie so eine Herausforderung vor sich haben und immer mit diesem Schieberegler versuchen müssen zu justieren? Aus meiner Sicht braucht es vor allem eine gute Balance. Und da würde ich hier im ISB-Kontext immer sagen, es braucht Selbststeuerung. Es braucht zirkuläres Denken in Wechselwirkungen. Zirkuläres Denken immer in Wechselwirkung. Wenn ich dieses tue oder dieses nicht mehr tue, was hat das für eine Auswirkung auf das, was dann kommen wird? Und es braucht die Integration von Gegensätzen, von Dingen, die eigentlich nicht zusammengehören. Ich würde ganz mal einen Mini-Ausflug machen zu 2 Führungsmodellen, mit denen ich in letzter Zeit konfrontiert gewesen bin, die aus meiner Sicht diesen Gedanken der Ambidextrie wirklich sehr gut aufgenommen und verarbeitet haben. Diese beiden Modelle kommen aus total unterschiedlichen Welten. Eins ist von PwC und das andere ist von der Bundesagentur für Arbeit. PwC hat diesen Gedanken der Gegensätze, der Ambidextrie, noch ein bisschen auf die Spitze getrieben und hat gesagt, wir haben als Führungskräfte bereits heute alle mit Paradoxien zu tun, die wir versuchen müssen auszubalancieren. Und dieses Austarieren von Paradoxien wird noch viel stärker werden. Also wir werden viel stärker damit verbunden sein. Was ich gut finde an dem Modell von PwC ist tatsächlich, dass sie in ihrem Modell Kompetenzen mit Haltungen und Werten kombiniert haben. Also es gibt dort an der Stelle tatsächlich Begriffe wie es geht darum, global denkender Lokalist oder Lokalistin zu sein. Strategisch denkende Umsetzer. Mein Liebling ist technisch versierter Humanist oder Humanistin. Und traditionsreiche Innovatoren.
große Bilder entstehen da, also bei mir entstehen da große Bilder im Kopf. Und ich finde, man kann sich da gut reindenken und versuchen, darüber nachzudenken, was heißt das denn eigentlich, wenn wir so unterschiedliche Dinge versuchen, unter einen Hut zu bringen, unter den Hut irgendeiner armen Führungskraft. Bei der Bundesagentur für Arbeit, das hat mich vor kurzem überrascht, ich weiß gar nicht, ob euch das allen so klar sind, die haben ja mehr als 100.000 Mitarbeitende. Ja, das gute alte Arbeitsamt. Und ich war verblüfft gewesen, das ist übrigens auch eine ISB-Kollegin, die dieses Modell dort entwickelt hat. Die haben tatsächlich ein Führungsmodell entwickelt auf Basis von Ambidextrie. Also auch die haben gesagt, wir müssen unser Alltagsgeschäft stemmen und gleichzeitig versuchen, nochmal neu und innovativ alles zu denken. Sie wollen damit vier Herausforderungen tatsächlich meistern. Also dieses Ausbalancieren, ne, Tagesgeschäft, Zukunftsgeschäft, das Zusammenarbeiten in der Vernetzung, die Begleitung selbstorganisierter Teams und die Gestaltung von digitaler Zusammenarbeit. Das ist, finde ich, umso spannender, weil ja auch eine Bundesagentur, und darüber habe ich mit Simone, die ich aus dem ISB-Kontext kenne, viel geredet, wir beide eher in so behördenähnlichen Kontexten unterwegs sind. Das sagt sich dann alles immer mal so leicht, aber vermutlich tut es das überall in der Welt. Aber dieses Ausbalancieren ist natürlich eine enorme Herausforderung. Was ist all diesen Modellen und diesen Gedanken gemein? Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, darüber nachzudenken, wie Führungskräfte den Raum und den Rahmen dafür gestalten können, dass in diesem Raum und in diesem Rahmen die Integration von Gegensätzen möglich ist. Das zweite A, Ambiguitätstoleranz, auch so ein wahnsinniger Begriff. Worum geht es? Es geht um die Fähigkeit, mit Unsicherheit umgehen zu können. Klar, ne, also wir sind in einer komplexen Umwelt unterwegs, die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt ständig zu. Wo soll da Sicherheit sein? Was für ein Bild entsteht da bei mir? Ich finde, es hat viel mit Nebel zu tun. Jetzt sind wahrscheinlich die meisten von uns schon mal irgendwo auf einer Wanderung in den Nebel geraten und haben vielleicht am eigenen Leib erlebt, was das denn eigentlich bedeutet, im Nebel zu stehen. Man weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wo links und rechts ist. Der Gleichgewichtssinn leidet, der Orientierungssinn leidet. Geräusche werden auf einmal sehr viel lauter. Also eine enorme Herausforderung. Was heißt denn das für Führungskräfte? Was bedeutet das denn für mich als Führungskraft, wenn ich das Gefühl habe, ich stehe im Nebel, ich sehe nichts mehr? Ich sage, das Einzige, was es nie geben darf, ist, gar nichts zu tun. Das ist das Einzige, wohin es nicht führen darf. Ich glaube, es ist ganz wesentlich, darüber nachzudenken, einen Schritt zu tun. Auch wenn wir nicht wissen, ob dieser Schritt wirklich der richtige ist, auch wenn wir nicht wissen, in welche Richtung er führt und ob wir am Ende sagen, iteratives Vorgehen, ausprobieren, analysieren, anpassen, einen Schritt machen. Aber viel wesentlicher finde ich noch den Gedanken, dass es in dieser Unsicherheit darum geht, wirklich eine andere Haltung und ein anderes Bewusstsein anzustreben. Nämlich, dass im komplexen Umfeld es eigentlich nicht mehr möglich ist, dass einzelne Menschen Entscheidungen treffen. Also Volker und Thorsten und Andrea haben ja ein Buch über systemische Strategieentwicklung geschrieben. Und ich finde, das bildet genau das sehr gut ab, nämlich diesen Gedanken, es kann nicht mehr nur so eine Elite an der Spitze geben, die in der Lage ist, Strategie zu denken, sondern wenn wir heute über Strategieentwicklung sprechen, dann geht es darum, das Wissen und die Kompetenz aller Mitarbeitenden mit einzubeziehen. Was heißt das für Führung? Wir müssen neue Wege für Entscheidungsfindung gestalten. Das heißt, wir brauchen Raum und Rahmen für eine echte Beteiligung in Organisationen. Und am Ende heißt es, was man sich früher nie vorstellen konnte, nämlich, dass wir uns als Führungskräfte hinstellen und sagen, ich weiß es auch nicht, ich brauche eure Hilfe. Anpassungsfähigkeit, das dritte große A. Also Adaptabilität, noch schwieriger auszusprechen, ehrlich gesagt. Wenn wir
nicht wissen, was kommt, dann geht es darum, offen zu bleiben. Und da spreche ich über mehr als lebenslanges Lernen. Ich glaube, das ist ein Prinzip, was allen klar ist. Sondern es geht um mehr als das. Es gibt diesen schönen Begriff des Growth Mind. Das meint es, ne, es ist wissenschaftlich, neurologisch ist es erwiesen, je häufiger wir etwas Neues wagen und tun, selbst als Menschen, als Führungskräfte, desto mehr kann dieses Growth Mind tatsächlich wachsen in uns. Und ich glaube, das ist das, was wir tun müssen, uns immer wieder auf Neues einlassen und Neues wagen und Neues probieren und etwas wachsen und entstehen zu lassen. Und ich glaube, dass wir überall, in allen Organisationen, mit denen ich zu tun hatte, habe ich das so erlebt, dass wir noch keine professionellen Prozesse haben, in denen wir uns ernsthaft mit der Zukunft auseinandersetzen. Was kommt in der Zukunft auf uns zu? Wie können wir unterscheiden, was nur ein Signal ist und was ein Trend ist? Und welcher Trend könnte für uns als Unternehmen, als Organisation relevant sein? Das sind Fragen, die nicht wirklich regelhaft und dauerhaft in Organisationen diskutiert werden. Und aus meiner Sicht müssten Sie das. Sie müssten das machen. Ich sage Ihnen ein mini-kleines Beispiel. Das Thema Metaverse ist ja erstmal nur so ein Buzzword. Aber wenn man sich ein bisschen drin vertieft. Also wissen Sie, dass die Firma Nike inzwischen schon Sneaker für das Metaverse entworfen hat? Ist Ihnen klar, dass man bereits heute Kunstwerke, virtuelle Kunstwerke für das Metaverse kaufen kann und dass sie schon gehandelt werden? Sind nur so zwei kleine Beispiele. Ich sehe Menschen, die nicken, aber ich begegne immer, ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die direkt und unmittelbar vor unserer Tür sind. Sie kommen vielleicht bei uns angeweht, aber wir beschäftigen uns nicht ernsthaft damit, was das irgendwie für die Zukunft bedeuten kann. Also, lassen Sie uns den ersten Schritt tun. Oder ihr. Entschuldigung, jetzt bin ich ja schon wieder beim Sie.